Sudle. Ja, ich habe mich entschlossen, doch nochmal ein Review über das Set zu machen, was ich vorgestern, vorvorgestern zusammengebaut habe. Gerade einen Schreck gekriegt, dachte ich, bin noch gemutet. Nein, ich bin nicht gemutet. Da muss ich ja jetzt mal drauf achten. Ja, also wie gesagt, ich habe ja was zusammengebaut vor ein, zwei Tagen und erst dachte ich so, ja gut, Regal und tschüss. Und dann dachte ich mir, nee, ich will doch nochmal ein Review drüber machen. Und deswegen bin ich jetzt hier. Gut, jetzt mache ich sowas ja mal spontan und ohne große Struktur. Ich räume jetzt erstmal meine Tastatur zur Seite, damit wir hier gleich. Ich habe nämlich die Review-Kameraperspektive, die ihr gleich sehen werdet. Ich muss dann nur mal auch mich selber aus dem Weg nehmen, weil wir gleich meinen Desktop auch brauchen. Fangen wir an mit meinem Desktop. Wir fangen an mit meinem Desktop. Machen wir. Also Desktop mit Desktop meine ich mein Bildschirm. Also, das ist das besagte Set. Es ist das, was ist, 75347 TIE Bomber Star Wars Set. Und das gibt's noch gar nicht so lange. Das ist jetzt gerade erschienen. Und ich habe das halt gesehen und es hat mich irgendwie gleich angesprochen. Dann habe ich es aber wieder irgendwie aus den Augen verloren und dann wurde es letztens wieder so als Superschnäppchen angeboten und dann dachte ich mir, ach, dann schlägst du jetzt zu. Weil ich es auch gerade, ich weiß nicht, ob ich es vor gesehen habe im, ich sag mal, ich habe es in einem Bewegtbild gesehen, bevor es ich es gekauft habe, ist klar, aber auch so kurz vor oder kurz nach dem Sehen habe ich auch das Set gesehen und dachte mir, ah, hast du ja gerade gesehen. War dann etwas irritiert, weil hier ist ja auf dem Karton, ich stopp mal die Slideshow, hier auf dem Karton ist ja so ein Logo 40. 40? 40, Return of the Jedi. Also der Film Return of the Jedi vor 40 Jahren im Kino. Gott, bin ich alt. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe das, aber ich habe die Dinger doch gerade erst. Na, im CT. Ich habe doch das habe ich doch gerade erst. Ja, ich kann es ja jetzt sagen. Ich habe es beim Mandalorianer gesehen, das Ding. Also muss es das vorher schon mal gegeben haben. Und dann habe ich mir nochmal den Karton angeguckt und dachte so, stimmt, ich erinnere mich und hab's auch gefunden. Ich hoffe, dass jetzt mir nicht wieder das irgendwelche, dass YouTube mir wieder das Video sperrt, weil urheberrechtlich geschützte Inhalte da drin sind. Das hier, was ich hier schon mal vorbereitet habe, ist eine Szene aus nicht Return of the Jedi, sondern eine Szene aus, steht hier unten, The Empire Strikes Back. Wobei dieser TIE-Bomber, um den es geht, der soll angeblich auch in Return of the Jedi zu sehen sein. Ich bin noch ein Stück zurück. Also in dieser Szene geht es darum, wer den Film kennt, Han Solo, Leia, C-3PO und natürlich Chewbacca sind mit dem Millennium Falcon auf der Flucht vor dem Imperium, sind die in so einen riesen Asteroiden, in so eine Höhle reingeflogen. Und ja, verstecken sich da. Und das Imperium versucht sie zu finden und so prophylaktisch werden jetzt mal alle größeren Asteroiden bebombt. Und das sieht man jetzt hier. Da fliegen jetzt TIE Fighter und da sind die TIE Bomber. Also erst, ne, zwei TIE Fighter, so als Geleitschutz. Und das, die Dinger, das sind TIE Bomber. Die nämlich, wie man eben ganz kurz gesehen hat, Dinge fallen lassen, die dann halt, hier sieht man so eine Explosion, ne? Also die lassen Dinge fallen und die lösen dann Explosionen aus. Was wiederum im Film, glaube ich, dann, es stellt sich ja, hier, da sieht man das, bom, 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 und da schmeißen sie auch eine Bombe rein. Und das führt ja dann dazu, dass das, es stellt sich ja später raus, sie sind in so eine Art Wurm reingeflogen und der wird durch diese Bomben unruhig und so weiter und so fort. Das ist also Return, nein, das ist Empire Strikes Back. Ich habe keine Ahnung, wo die TIE Bomber in Return of the Jedi auftauchen. Auf jeden Fall war ich eben verwundert, dass da ja, Darth Vader, weil ich eben es aus einer anderen Szene kannte, da muss ich hier hin jumpen. Ich springe nochmal 10 Sekunden zurück. Das ist jetzt eine Szene aus, steht hier oben, The Mandalorian. Staffel 3, Folge 3, Kapitel 19, der Bekehrte.
weil gerade Bo-Katan und der Mandalorianer sind, jeder ist in seinem Raumschiff und sind gerade auf dem Planeten, wo Bo-Katan ihre Hütte, ihre kleine Burg hat. Sie wurden von TIE Fightern angegriffen, haben diese TIE Fighter gemeinsam gerade alle, ja, abgeknallt. Und jetzt kommt der spannende Moment, dass sie sagt: Oh, halt hier ist irgendwie, ich habe hier irgendwie englische Untertitel an. Gasps, no! Und da sieht man sie, wie sie ihren Job machen. Sie bombardieren, weil es sind TIE Fighter. Ne? Also ich mache nochmal zurück und stoppt nochmal in der entscheidenden Szene. Hier sieht man sie so von unten und hier sieht man sie von oben. Das ist nämlich ganz interessant. Man sieht hier, die haben hier hinten nur so zwei rote Punkte. Das ist der Antrieb. Das ist wichtig, weil ich ein bisschen irritiert war, als ich das Ding gebaut habe. Also wie gesagt, so sehen sie aus, sind quasi zwei fassartige etwas und links und rechts außen dann so diese gewölbten Tragflächen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber so ähnlich sieht ja auch das Ding aus. Darth Vader hat ja auch so ein Spezialraumschiff, wo er immer in den Kampf mitfliegt. Hat dann aber quasi nur ein Fass in der Mitte und diese gewölbten Schilde oder so. Und die haben halt zwei Fässer. Habe ich sieben Fässer Wein? Ja, gut. Und das sind halt Bomber. Lassen Dinge fallen. Gut. Zu dem Set wieder zurück. Wie gesagt, 40 Jahre und so weiter. Er macht hier auch nochmal dieses Rebrickable, gehört ja mittlerweile zu Lego. Und der Inhaber von der Seite, der hat auch einen Blog und macht Reviews oder lässt immer auch andere Reviews machen. Und hier sieht man auch nochmal die Szene, die wir eben gesehen haben. Ne, das ist das, was ich eben auf YouTube in schlechter Qualität hatte. Und hier ist, weiß ich nicht woher, nochmal eine Nahaufnahme. Mal kurz merken, diese Schilde oder Tragflächen oder whatever, achtet mal drauf, die sind sehr dünn. Ne? Also wirklich dünn, dünn. Dann ist hier einmal links, kann ich mal verraten, das ist sozusagen der Pilotenplatz und rechts, das ist sozusagen der Bombentransporter. Das hier unten ist, glaube ich, so eine Art Kamera, mit der man sozusagen das Zielgebiet filmen kann. Und dann fallen da halt unten die Bomben raus, weil ist ja ein Bomber. Es gab schon mal ein Set, ein Star Wars Set, und schon länger her. Und ja, hier zeigt er das. Ja, können wir uns auch hier angucken, ob ich einen Karton in die Kamera halte. Das ist die Vorderseite, wo man eben sieht, dass sie hier so ein bisschen die Szene andeuten. Schießen können die Dinger auch. Also nicht nur das Set, also die TIE-Bomber können sozusagen zur Verteidigung auch nach vorne schießen, aber ihr Job ist es in erster Linie, Bomben nach unten fallen zu lassen, die hier als so gelbe, längliche Dinger dargestellt werden. Es sind aber, ich weiß nicht, ob man die im Film überhaupt sieht. Hier ist dann nochmal eine Nahaufnahme, was heißt eine Nahaufnahme? Das ist die Rückseite vom Karton. Hier sieht man eben, jetzt bin ich wieder rausgesprungen. Hier sieht man, da soll der Pilot drinnen sitzen in der linken Kammer und die rechte Kammer ist quasi mehr oder weniger zu, aber hier wird schon mal gezeigt, das zeige ich nachher am Set, wo die Bomben sind und runterfallen. Das mit diesen Bomben ist, sage ich mal, es ist, kann man glaube ich sagen, ein Spielset, mit dem man spielen soll, wo man halt eben diese Bomben, da drückst du von oben mit dem Finger rauf und dann fallen die runter und so. Es ist dadurch nicht sehr nah am Film, weil da sind die Dinger nicht, das sind keine so blauen, länglichen Dinger. Ich habe aber durch Zufall entdeckt, es gibt einen Mock und das ist brandneu. Da hat nämlich jemand gesagt, naja, das, was Lego gemacht hat, ist ja schon nicht schlecht, aber ich nehme quasi zu, weiß ich nicht, 80% oder so deren Set und offensichtlich auch deren Teile. Aber ich mache es ein bisschen anders und was er vor allen Dingen anders macht, erstens, die Flügel sind sehr wuchtig. Die sind nämlich, während sie beim Original einfach nur aus Plates ist es hier Brickbuild. Das heißt, er hat also Steine übereinander gestapelt, hat quasi Wände gebaut. So, das macht sie natürlich sehr dick, wie ich finde, zu dick. Ne, wir haben ja gerade das Foto gesehen, eigentlich waren die ja sehr filigran, bei ihm sind die sehr klobig. Ansonsten hat er sich vom Design her sehr am Lego-Set orientiert. Aber was er deutlich besser macht,
Das werden wir auch gleich am Originalset sehen. Das Lego-Set, diese Fässer, was ich meinte, Abend, Andi, diese Fässer sollen ja rund sein. Ne? Also es sind zwei runde, längliche Gedöns. Und in dem Lego-Set hat er hier schön gezeigt, quasi die Seite ist rund, oben ist rund, die andere Seite ist rund und unten ist es dann plötzlich nicht eckig, aber abgeschrägt. Und er hat halt gesagt, ich baue das ganze Ding rund. Wirklich rund. Also so rund, wie man es mit Lego hinkriegt, sieht man ja, dass es ziemlich rund ist. Dafür musste er natürlich die interne Struktur ändern. Hinten die Tragflächen sind, die Antriebe sind wie beim Original. Wo ich erst nämlich dachte, das sind nur so zwei kleine rote Punkte, das soll der Antrieb sein. Aber wir haben ja gerade in dem Filmausschnitt gesehen, die hatten tatsächlich nur so zwei rote Punkte. Das sollte als Antrieb reichen. Aber was er hier halt gemacht hat, ist, er hat hier ja so ein, wie so ein Magazin gemacht und wo dann wirklich, was sagt er, bis zu 8 solche Bomben reingestopft werden können. Und dann kann man irgendwie, gibt es einen Auslösemechanismus und dann fallen die halt unten raus. Also ein bisschen realistisch. Es ist quasi das etwas realistischere Set. 4 Euro. Und man braucht natürlich die Teile. Es hat deutlich mehr Teile als das Lego-Set, aber offensichtlich auch viele Teile aus dem Lego-Set. Also es sind da nämlich einige interessante Teile dabei. Das ist dabei. Die hier, die sind nämlich neu. Das sind so Halbkreise mit Noppe, also Jumper Plates Halbkreise. Und klar, die Scheibe hier. Bedruckte Sachen auch ein paar. Hat er gar nicht die großen? Doch, hier, die sind nämlich auch neu. Die sind sehr interessant. Das sind 6x6 Platten. Wo aber, das sieht man hier nicht, wo von unten so ein Wulst rauskommt, wo dann wiederum Technikpins reinpassen. Wir können ja nochmal kurz hierhin zurückgehen, weil er erzählt eigentlich immer alles über neue Teile. Also hier New Colors, also das ist ein Teil, das es schon gibt, aber in einer neuen Farbe. Dann neue Prints. Okay. So, Rare Color und Prints. Und das ist halt eine sehr spezielle Platte in, ja. Ich weiß nicht, ob die generell neu ist. Die habe ich jedenfalls noch nie so gesehen. Ja, und dann erzählt er hier ein bisschen, wie man das baut und zusammensetzt. Und hier sieht man halt schon, dass hier diese Seitenelemente sehr viel dünner sind. Genau, und dann zeigt er nochmal das fertige. Ja, und dann drückt man da halt. Das kann ich euch auch zeigen. Gut, apropos, das kann ich euch auch zeigen. Hier ist die Anleitung. Da ist eigentlich nichts weiter Spannendes. Die ist, ja, das ganze Ding ist recht simpel. Ich habe mal wieder geschafft, ich habe einen kleinen Baufehler gemacht, der mich denken ließ, ich hätte ein Teil. Es würde mir ein Teil fehlen. Da fehlte mir wieder ein Teil. Das lag dann daran, dass es noch in der Tüte war. Da habe ich nicht aufgepasst beim Tütenauskippen. Es ist wie immer bei Lego, gerade wenn das Set sich eher an eine jüngere Zielgruppe und an eine vielleicht nicht so Lego-affine Zielgruppe richtet, weil Lizenz. Es sind natürlich wieder so Farbsprenkel, wie man hier sieht, knacke Rot, knacke Blau. Was nicht so schlimm wäre, weil fast alles davon nachher nicht mehr zu sehen ist, aber ein paar Sachen sind zu sehen. Und ich gebe zu, es ist wirklich nicht verkehrt teilweise, weil wirklich, ne, ihr seht, das ist sehr symmetrisch und am Anfang sieht es wirklich, muss man immer aufpassen, weil es auch oft hin und her gedreht wird. Aber da würde vielleicht ein roter Stein reichen. Und was ich halt so ärgerlich finde, dass sie halt Farben, also dass sie es nicht schaffen, dann wenigstens an den Stellen vernünftige Farben zu benutzen, wo man es hinterher sieht. Das ist halt das Ärgerliche. Ne? Also wenn es wirklich nur intern ist, ist ja okay, aber es ist halt hinterher auch von außen, so halb von außen zu sehen. Und was natürlich ein bisschen der Korpus, sage ich mal, ist noch einigermaßen spannend, wobei dieses Verkleiden mit diesen Rounded Slopes ist natürlich dann ja relativ eintönig und hier sieht man halt auch Seite,
links, rechts, oben sind die rounded slopes, die halt die schöne Kurve machen, und unten ist halt dieses, ja, abgeschrägte Element. Und wenn man den Korpus dann fertig hat, dann baut man noch zweimal hinten die Triebwerke. Es kommen hier die wunderschönen neuen roten Noppenpins zum Einsatz, obwohl es die ja in Light Bluish Gray gibt. Gut, sieht man hinterher nicht. Also drauf gepfiffen. Ja. Und wenn man dann den Korpus fertig hat, dann baut man noch den kleinen Menschen hier. Dann baut man noch die Klappe, die ist ganz interessant. Und dann baut man halt. Ja, ja, tut er. Ich zeig's gleich nochmal. Und dann baut man halt das Ding hier zweimal, also Tragfläche, sage ich mal, links und rechts, Mittelteil. Und dann baut man quasi zweimal, zweimal nochmal das gleiche, nämlich, ja, hier unten, fragte Andi, hier unten latscht Darth Vader durchs Bild. Das ist in letzter Zeit öfter bei Lego-Anleitungen, dass man quasi so eine Art Statusbalken hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier hinkriege. Wenn ich jetzt sage Anzeige, Seitenanzeige, zwei Seitenansicht. Das ist noch nicht das, was wir brauchen. Anzeige, Seitenanzeige, Deckblattanzeige. Jetzt haben wir es. Also jetzt haben wir quasi so aufgeklappt die Anleitung. Und ja, wenn ich jetzt hier durchblätter, dann sieht man, wie Darth Vader langsam nach rechts läuft. Und das, ich weiß, dass es zum Beispiel auch war bei BD-1. Als ich BD-1 gebaut habe, ist BD-1 unten auch von links nach rechts gelaufen. Das ist irgendwie so ein neuer Gag in manchen Lego-Anleitungen quasi, dass du immer weißt, wenn du die Papieranleitung vor dir hast, hast du ein Gefühl dafür, wie weit du bist. Aber so hast du halt auch in der PDF-Datei immer ein Gefühl dafür, wie weit du bist. Und dann baut man halt zweimal dies mit diesen neuen Teilen und baut die an und dann baut man zweimal, zweimal das Gleiche, weil man braucht. Und das ist eigentlich viermal das Gleiche, nur zweimal spiegelverkehrt. Das ist ein bisschen eintönig, aber das ist nun mal dem Set geschuldet. Genau, und drücken Sie drauf und freuen Sie sich und so weiter und so fort. Und dann baut man noch ein bisschen Gedöns und fertig ist der Lack. Gut, dann schalten wir mal auf meinen schönen Schreibtisch. Ich habe wieder die Review-Kameraperspektive. Ja, damit ich auch gut was zeigen kann. Ich kann ja mal. Jetzt, holen wir das Set mal. Ich muss aufpassen, wo ich da drauf drücke. Erstmal so. Zoomt. Ich kann ja auch nochmal hier, weil, das ist die Anleitung. Also handlich klein. Ne? Und da sieht man halt, wenn ich jetzt hier Daumenkino machen könnte, würde, ja, man sieht so ein bisschen, wie Darth Vader immer weiter durchs Bild latscht. Also es ist klein, schmucklos, wie man das mittlerweile kennt von den Lego-Anleitungen. Den Karton kriege ich jetzt sowieso nicht vollflächig ins Bild. Ja, haben wir ja schon auf Abbildung gesehen. Genau. Genau, und was ich halt eben. Fange ich damit jetzt an? Nee, wir machen erstmal so einen groben Überblick. Ich gucke meine Maus ein bisschen aus dem Weg. So, also so sieht es halt aus. Was ich interessant finde, man baut hier so, so Scharniere an und ich dachte, oh ja, das sind die Scharniere für die Luke. Nee, sind nur Deko. Also diese, was Scharniere sein könnten, weil die Luke geht so auf. Ne, das ist hier so sind zwei Plates, die mit so einem Pin verbunden sind und deswegen klappt das so auf und zu. Das finde ich sehr schick. Was ich überhaupt nicht schick finde, ist, und das ist, was ich meinte, dass man jetzt quasi zwar es ist ja, eigentlich ist die Klappe ja zu. Eigentlich sitzt da Herr TIE Fighter Bomber, TIE Bomber Fighter, nee, TIE Bomber Pilot ist das Wort drinne. Aber ihr seht, man sieht halt Ten, ja, Light Ten oder normales Ten, Dark Ten und da hinten Orange. Und wenn ich noch weiter drehe, sieht man Rot. Also das finde ich halt. Also das hätten sie doch wenigstens hinkriegen müssen. Ich weiß auch nicht, diese großen, das sind hier so einmal acht Plates.
Die sind im ganzen Set in 10 und ich frage mich, warum. Orientierung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das hätte man wirklich sich irgendwie verkneifen können. Also wie gesagt, das sieht hinten aus wie so, wie so ein Mosaik, weil da sind zig verschiedene Farben, schwarz, hellgrau, dunkelgrau, Tan, Dark Tan, Orange und Red. Alles da drinne. Das weiß ich nicht. Klappe zu, sieht man es nicht mehr. Dann, ne, ansonsten sieht man hier keine. Hier ist halt schön, da ist ein Print. Es sind keine Aufkleber dabei, muss man wirklich sagen, ne? Also das ist ein Print. Ja gut, hier ist so ein klassischer Print, den man schon x-mal gesehen hat, aber trotzdem nett. Hier diese Dinger sind aufgedruckt. Weiß ich nicht, ob das was Neues ist. Dann, ich habe immer Angst, dass ich die Phaser. Dann, was ich schon sagte, das hat mich irritiert. Also als ich das gebaut habe, dachte ich ernsthaft, das soll der Antrieb sein. Aber wie wir gesehen haben, ja, es ist tatsächlich der Antrieb. Der Antrieb sind nur so zwei rote Punkte auf jeder Seite. Na, hier sieht man, kann ich die mal abmachen? Ich bin mal mutig, ich klappe das mal so. Das ist halt so ein, also eigentlich sind sie ja ein bisschen so rangetlagt, also man kann sie hier bis zu so einem Anschlag, und das ist halt diese Platte, die ich vorher noch nie gesehen habe, eine 6x6 Platte, in die quasi Technik Pinholes so angebaut sind. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Möglichkeit, irgendwas Noppiges mit was Technisches zu verbinden. Ne, hier sind so Inverted Slopes, Curved Slopes zur Stabilisierung. Und ja, das kann man halt so knicken. Aber eigentlich ist es wohl gedacht, dass man es so weit knickt, bis es nicht weitergeht, bis es hier anstößt. Und das ist dann eigentlich so der Winkel, der es gut aussehen lässt. Ja, und das kann man hier mit den drei Pins. Ich bin immer an dem Trigger. Genau. So. Ja, das hier sind so diese Shooter. Die ja, sind, glaube ich, relativ neu. Da könnte ich jetzt hier drücken und dann würden hier die Stats rausfliegen. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst finde ich die nicht wieder. Und das hier sind die Bomben. Die Bomben, die auch hier unten, jetzt muss ich hier den ein bisschen, die sind halt hier unten zu sehen. Das ist, wie gesagt, glaube ich, so eine Art Kamera, die eben zur Zielgebietsbeobachtung dient. Und es ist halt so gedacht, wenn man jetzt damit spielt, dass man hier, ja, man muss relativ weit drücken und dann fallen da unten die halt raus. So. Das sollen Bomben sein. Sehen natürlich für mich eher aus wie Panzerfaustmunition. Und wenn man sie dann wieder, wenn man wieder das Schiff sozusagen beladen will, dann muss man hier, das ist extrem fummelig. Ja, das sind nämlich so quasi so einer Liftarme mit Connector dran. Die muss man dann hier mühsam wieder reinfummeln. So, und dann sind die vier wieder da, wieder da. Und dann kann man wieder von oben drauf drücken und dann wirft er die wieder ab. Wie gesagt, so rein. Es ist halt mehr zum Spielen, ist es ganz schick, aber mit dem echten Vorbild hat es halt nicht zu tun. Da muss man halt das Mock nachbauen. Gut, Figuren. Ich habe die hat der Lütte zusammengebaut. Ich hatte da keine Lust zu. Wir haben hier eine Dame. Eine Dame. Also lese ich jedenfalls als Dame. Die, ob das jetzt eine bestimmte Person aus dem Star Wars Universum ist, weiß ich nicht. Die wird in der Anleitung, sage ich mal, degradiert zur Munitions-
Offizierin. Dann haben wir hier den Herrn TIE-Bomber-Piloten. Da kann man wieder positiv erwähnen, ne? Beine bedruckt hat man ja nicht oft. Rücken bedruckt hat irgendwie ein grimmiges Gesicht, hat hier seinen Helm. Liegen ein paar Knarren dabei, kann man jetzt überlegen, wem man die in die Hand drückt. Der Luther hat jetzt beiden eine Waffe in die Hand gedrückt und es ist immer noch eine übrig als Ersatz. Und das ist halt, also es gibt ja verschiedenste Darth Vader Minifigur-Inkarnationen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine neue, eine alte, whatever ist. Flauschigen Umhang. Beine bedruckt, natürlich die Brust bedruckt, die Arme bedruckt, Rücken bedruckt, das ist natürlich schon, und ach so, und unterm, ach so, nee, muss ich aufpassen, hier unterm Helm ist das etwas sehr blasse Gesicht, was nicht so gesund aussieht, wie man das halt auch kennt aus dem Film. Und ein Lichtschwert, die sind ja irgendwann mal milchig geworden. Was haben wir noch? Dann haben wir einen, ich habe vergessen, wie hieß der? Ein Dingsda-Robot. Steht das hier irgendwo drauf? Hier. Ach, guck mal, jetzt. Da steht's. Vice Admiral Sloan. Sagt mir gar nichts. Darth Vader, jeder kennt ihn. Ein TIE-Bomber-Pilot und ein Gonk. Da, Gonk-Droid. Ich bin Gong statt ich bin Groot. Der ist natürlich super simpel, aber hat eben auch ein Print und hier hinten sogar auch noch irgendwelche Schriftzeichen. Das Witzige ist, kriege ich den jetzt auseinander, ja, das ist genau genommen so ein kleiner Container. Also ich weiß nicht, was bei Lego da sonst mit gemacht wird, aber hier kommt da halt, nein, falsch, weil das imperiale Logo soll zur Seite und dann sind diese Schriftzeichen halt hinten. Ja, wie gesagt, hat hier vorne dann so ein Barren als Gesicht, den hat man dann auch noch. Und dann kommt halt dieses tolle, ja, das ist halt, das hat man ja auf der Abbildung gesehen, so nach dem Motto, wenn dann der Bomber im Hangar, wenn der Bomber im Hangar ist, dann muss man ja auch irgendwie ihn wieder Munition draufpacken. Ne? Also die liegen hier nur so drauf und der hat hier so transparente, also der soll quasi so über den Boden schweben. Also wahrscheinlich eigentlich so ein bisschen. Und hier, dieser Lenker sieht so ein bisschen merkwürdig aus und ich kann ja mal zeigen, wie Sie sich das laut Anleitung vorstellen. Dann muss ich die Dame mal. Ups, ich nehme ihr die. Ich wollte ja eigentlich nicht die Friese zerstören. Es ist immer nicht so einfach, weil es ist alles jetzt beweglich und dies und so. Und kann ich jetzt, kriege ich die Füße noch nach unten oder muss ich den Lenker? Ah, so richtig klappt das nicht. Also eigentlich hätte ich jetzt natürlich gerne, dass sie die Beine auf dem Boden hat. Warte mal. Also die kriegen das irgendwie hin, dass sie die Beine. Ich muss mal den Lenker. Das ist immer so eine Geschichte mit Winkel hier, Winkel da. Na. Also zum Spielen ist das hier schon wieder viel zu anstrengend. Ich kriege ihre Füße, ich kriege ihren. Jetzt. Jetzt hat sie ein bisschen, ist sie ein bisschen. Aber eigentlich müsste der Lenker. Das Problem ist, das muss ja alles hinkommen mit Lenker und so weiter. Ja, so. Sieht der sehr schnell aus da, so leicht. Als wenn der Schub sie nach hinten schiebt. Also so ist das gedacht. Laut Anleitung, dass, wie war ihr, Vice Admiral irgendwas da die Munition zum Raumschiff bringt. Zum TIE-Bomber. Und es war so gedacht, dass Herr TIE-Bomber
das Ding hält ganz schlecht. Der soll halt, müssen wir eben die Arme ein bisschen hoch machen. Der soll halt hier drinnen sitzen. Das ist natürlich auch, hätte man vielleicht auch eine Jumper oder so eine, warte mal, na, das ist, doch, hätte man auch hingekriegt. Also der hat ja, so eine Figur hat ja auch so negative Noppen. Also man hätte das auch hinkriegen können, viel, ja, wahrscheinlich doch nicht. Also ihr seht, das kommt, also der passt mit seiner Rübe gerade ebenso dazwischen. Zack. Natürlich auch toll, dass man ihn nicht sieht. Wobei, könnte, nee, das ist, also dahinter ist eine schwarze, also es ist ja nicht offen, dahinter ist eine schwarze Fliese, also er kann da nicht wirklich durchgucken. Ja, und dann ist die Frage, was macht man mit MC Darth Vader? Hier oben drauf stellen. Macht er ein bisschen, ja, und dann kann hier Gronk, Gronk, nicht Gronk. Der hat hier ja auch Noppen. Den kann ich hier, könnte ich hier auch draufsetzen. Dann kommt Darth Vader ein bisschen weiter nach vorne. Und ja, dann fliegen sie alle mit und sind alle fröhlich dabei. Ach, guck mal, dann kann ich hier Luke auch noch aufmachen. Luke, ich bin dein Vater. Den habe ich beim Bauen auch gemacht. Ja, und sie ist halt dann auch dabei und sorgt für Nachschub. Also ich fand es ganz witzig zu bauen. Ist ein süßes kleines Set. Und ich fand es halt so toll, dass jetzt gerade, wo ich das im Mandalorian gesehen habe, das Set, dass ich da gerade dann das, wobei das wohl nichts damit zu tun hat, sondern eben mit 40 Jahre die alten Filme, und haben sich gesagt, dann hauen wir da mal wieder ein Set raus dazu. Why not? Gut. Das war's schon. Wie gesagt, ich wollte da nochmal kurz ein Review drüber machen, gerade auch so ein bisschen die Backstory oder wie man das nennt, ne? Weil die mir erst hinterher selber so richtig bewusst geworden ist, durch den Karton, dass ich gesehen habe oder dass ich mich gefragt habe, wieso dieses Raumschiff, was ich gerade bei Mandalorian gesehen habe, 40 Jahre alt sein soll. Genau, die imperiale Ameise, so kann man das Ding gut nennen, ne? Gibt ja heute auch so kleinen Hubwagen, wo man so selber mit durch die Gegend fährt. Stimmt, daran erinnert das. Alles klar. Ja, das soll es gewesen sein. Ich weiß nicht, ich habe was bestellt. Das kommt aber wahrscheinlich erst am Dienstag. Ja, dann geht's hier. Ah nee, Dienstag ist. Achso, hier schon mal für kurze Interna. Podcast-Aufzeichnung muss ich noch ein PSA machen. Verschiebt sich auf Dienstag wegen verlorenen Eiern. Das versteht jetzt nicht jeder, aber das ist auch nicht schlimm. Macht's gut und viel Spaß noch.